Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei 19. Ich bin gerade über den Tunnel. Ich werde jetzt meine Wiesen düngen. Und zwar die Wiese am Hof. Ich muss nur vorhin lassen, dann fährt er nicht. Ja, haben wir die Wiese am Hof düngen. Das ist ein kleines Wieschen, die 63 glaube ich, und die Wiese unten am Ort. Ein paar Silageballen machen können für Äpfel. Mit Gras. Ja, irgendwie wird noch Pferdegras aussehen. Ich warte mal jetzt ein bisschen ab. Bergauf, tut sich schwer. Das ist doch hier ganz schön hügelig. Der Flug hat was zu tun. Bergauf, wo es ein starker Traktor ist. Schauen wir mal, ne? Bei der Zeit. Ja, düngen. Dann her. Wird noch geflügt auf Feld Nr. 10 im Verband. Auch die brauchen noch ein bisschen. Aber später ist nicht mehr so viel flügen. Das ist ja jetzt nur die Felder, wo der Mais reinkommt. Ansonsten da, wo das Getreide ist. Pferdegras, denke ich mal, wird auch nicht so oft geflügt werden müssen. Auf jeden Fall. Ne? So, das dritte Mal, warten wir jetzt im Kalten das dritte Mal. Also. Aber flügen ist normalerweise bei den Früchtsorten nicht. Das ist gleich hier vorne. Gehen wir hier vorne gleich. Das mache ich mal selber. Das finde ich viel. Das sind nur ein, zwei Runden. So. Kann ich alles in KI überlassen, ne? Nehmen wir stark an, dass für nächste Nacht Wachstum geht. Deswegen ganz gut, dass wir jetzt mal düngen. Ich hatte mal gehabt bei. Bei der Marsch für drei Tage das Wachstum und Frost zur gleichen Zeit kam, also aufhörte Frost, konnte eigentlich im Prinzip dann voll hätte düngen können, ne? Und dann war der Wachstum durch und Gras war reif. Und beim Düngen mit Frost hat er gemeckert, dass er nicht geht. Ja, bei uns zu Hause, da gibt es Wiesen, die nennen sich Torfwiesen. Torfwiesen sind eigentlich relativ weich und fast wie Morast, wenn es so nass ist. Im Grunde waren die froh, wenn das ein bisschen gefroren war. Dann haben sie die Gülle ausgebracht. Ne? Das war auch notwendig bei den Wiesen, weil die sind eigentlich relativ nährstoffarm. Und wenn du nur runterholst und nichts nachgibst, dann ist es irgendwie ungünstig. Ne? Also hier ist die Wiese, auch, da hoffe ich immer meinen neuen Strohballen kriege hier vom Pöttinger. Ne? Die können die Ballen hier auf den Seite rauflegen. Die Wiese wird mir ein ungünstig. Ist nichts für Strohballen normalerweise. Aber mal schauen. Ich probiere es mal. Ne? Letzte Male, wo ich noch gemäht hatte, da war hier immer ein bisschen ganz im Gras auf einen Haufen. Ob man so war, weiß ich auch nicht, aber es war so. Ich will jetzt jemand jetzt mal keine Gebäude aufstellen und also Hotelerfahrung wollte ich eigentlich nicht tun. Also, wollte ich eigentlich nicht. Kann natürlich sein, ich schließe die aus. Vielleicht werde ich hier ein bisschen Felder erstellen, das kann man ja ein bisschen zunehmen normalerweise. Ne? Das ist der Größe. Theoretisch. Könnte man alles machen, ne? So. Schau mal. Geht gut voran hier. Ja, dann haben wir fast alles mit durch, ne? Wenn ich gedüngt habe, dann können wir im Prinzip ja schon die ersten Felder mit Weizen und Gerste aussehen. Und Pferdegras. Pferdegras soll ich anfangen.
Mann, Silage habe ich ja noch genug im, ja, im globalen Markt, ne? Aber hier ist, wie gesagt, alles anders gekennzeichnet. Ich kann mir nur für Mais vorstellen. Warum Gras mehr Geld bekommt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist BGH, glaube ich, egal. Hauptsache Energiegehalt stimmt. Ja, endlich Wochenende. Für mich heute Freitag. Ja, 3:30 schon wieder. Wahnsinn. Zeit vergeht immer schnell. Ich glaube das gar nicht. Und Volk ist vorbei. Ist ja nichts dran am Wochenende. Aber ich habe es angewöhnt, hier in der Woche schon einzukaufen. Bei Frühstück. Dass ich nicht am Freitag noch extra einkaufen fahren muss oder am Samstag sogar. So ist ein Stress, wenn ihr ruft bei der Spätschicht, da geht es nicht an, da muss ich Samstag einkaufen fahren. Ne? Ist ja auch eine Katastrophe mit der blöden Maskenpflicht. Also ich kaufe nur noch ein, was ich brauche, am anderen bestellt. Tut mir leid für den Mediamarkt, da fragt man mit Maske tun wieder nicht an. Mal online ja auch das Angebot viel größer ist, ne? Dann noch hinzu. So, V. Kurz ausmachen. Und da. G. Nicht V. B. VB, ja. VB ist hier ein Nummernschild in Volklerbrück. Schauen Sie mal am anderen Rechner, wie die Temperatur aussieht. Aufnahmeprogramm läuft und so, ne? Ob die Wiese auch geht beim wo der Anhänger steht. Probier mal aus. Jetzt geht's gut, wenn nicht. Gut, dann haben wir zumindest probiert. So. Könnte sein, dass es funktioniert, aber bin mir ganz sicher. Ich sehe jetzt keine dunkle Verfärbung. Ich denke trotzdem. Wenn dunkel wird nicht, ne? Nee. Dann düngen wir nicht trotzdem. Ich fahre mich jetzt zum X einklappen. Zu der kleinen Wiese. Mal gucken, mit 63. So. Dann wollte ich nur ganz kurz gucken. Ist dunkelblau, das ist perfekt. Gut, die Ecke vergessen. Egal. So, und hier benötigt Kalk die 49. Ah, ist ja wieder so ungünstig, ne? Mensch, Junge. So viel Arbeit. Aber Kalk ist auch eine blöde Sache, ne? Aber es gehört dazu. Die 100% zu erreichen wollen, musst du alles machen. Erstmal düngen die Wiese. Da stehen die Sämaschinen, alles bereit. Ups, den einen Traktor müssen wir noch vorher organisieren. Stück für Stück. Erstmal Pferde 12 fertig pflügen. Pferde 10 noch pflügen. Da wo Stoppel war, war überall Dings drin. Getreide. Ungünstig. Hätte ich im Herbst Raps machen können. Aber ich habe hier keinen Herbst erlebt. Was ich erlebt habe, war ja auch kein Winter, Winter auch nicht. Ich habe den Winter übersprungen. Hier ist die Pferdeweide, kann man sich Pferde zulegen. Das hieß, wird unter der Miete. Aber ich habe dafür jetzt für Pferde keine.
Hatte ich vorher auch schon nicht gehabt. Wenn die Pferde dann mit 50.000, voll austrainiert waren nach dieser Zeit, hat man 50.000 verdienen können pro Pferd. 5.000 gekauft, eigentlich ein guter Verdienst. Nur, das funktioniert nur, wenn man die Pferde hinterher ausreiten tut, eine Stunde. Und das kann schnell. Junge, ich bin vorbeigefahren. Ich war verkehrt. Komm da lang. Ja, übers Feld schon. Oh, das ist ein Zaun. Junge, das ist ein Zaun. Wie weit war hier vorher auch schon ein Zaun? Hier ist da ein Zaun. Das muss ein alter Stall sein. Mit der Antenne. Na gut. Denn fürs Wohngebäude, ich sag mal, die Fenster sind, naja, ja, gut. Eher unwahrscheinlich, dass ein. Es kann sein, dass ein umgebauter Stall ist, das ist schon möglich. Aber da hätte man die Fenster auch ändern können. Aber eher unwahrscheinlich. Aber die Gauben sind dafür da, ja. Könnte sein, Schornstein haben die auch. Ja, kann teilweise jetzt auch ein Wohngebäude sein, ne? Aber eher unwahrscheinlich. So. Die müssen tricksen, sonst müssen wir im Ort zurückfahren. Wollte ich auch nicht. So, mal ausklappen gleich. Die Wiese ist nicht groß, aber. Die Silagebahn kriegen wir schon für die Kühe. Das einzige Problem ist hierbei, man sieht nicht genau, wo gedüngt wird. Sonst würde das innen drin ganz gut funktionieren. Aber was nicht ist, ist nicht, ne? Wird die wärmer, ne? Das ist auch ein Ding, du. Minus 0 Grad Lufttemperatur. Die Rüben gewesen, ne? Das ist ja so, wenn man Season startet, dann macht der alles auf 0. Man muss es so machen, sonst gibt es Probleme. Mit Seasons. Das durcheinander kommt. Seit wann ist hier eine Straße? Die war mir vorhin nie aufgefallen. Oder gab es den gar nicht? Es kann sein, dass man nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ach, da ist ja die Straße hier vorne. Ach, alles richtig, die Straße gab es schon mal. Ich habe das irgendwie. Aber ich dachte, hier vorne wäre es gewesen, von der Straße weg. Hier hoch. So dachte ich zuerst. Nee, ist das einfach. Die Straße ist original. Das war schon mal so. Keine Panik, keine Panik. Na, bergauf, das ist so eine Sache, ne, mit unserem Traktor hier. Das sind so eine Ecken, wo der tanken muss ich auch noch. Mensch, Junge, tanken hat er da vorhin gesagt, ne? Das Tank ist leer. Fast leer. Ich werde dann gleich mit dem nächsten Feld kalken, ne? Ich glaube die 48. Machen wir gleich. Der wartet eh. So. Hier rum. Ist ja fast fertig, Junge, fast.
Ein Viertel fünf. Folge 4. Wahnsinn. Liege nicht im Zeitplan. Naja, zum Glück mache ich dann Sonntag ein paar Folgen. In der Woche mache ich es nicht ganz so gerne. Und nach der Spätschicht geht es auch noch. Vor der Früh, also wenn ich Frühstück habe, nach der Spätschicht, also vor der, also nach der Frühschicht meist eher nicht, da bin ich kroppi. Aber ich mache lieber vorher fertig, dann kann ich in aller Ruhe alles fertig machen. In der Woche ist immer so eine Sache, da ist immer nur Unvorsehenes kommt und man nicht planen kann, ist besser, man ist fertig. Reicht schon, wenn ich Kettle und Kopf jetzt in der Woche machen will. Zumindest. Oder Sonntag. Aber hochladen, wie gesagt, kann ich mal eine Woche machen. X. So, als erstes volltanken. Ja, da werden die Ballen runterrollen, denke ich mir, auch mit den anderen Ballenpresse. Ja, mal schauen. Meter aufstellen wäre auch nicht schlecht, ne? Mal schauen. Kriegen wir alles mit. Mein Futter für die Kühe muss ich so viel nicht machen, ne? Also Pferdegras. So. Höchstens für die BGH, ne? Also da gut zahlen, ne? So, was ist die Zeit? 16. So, liebe Schauer, das soll es auch heute schon gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sage ich tschüss und ciao. Jo, morgen geht's hier weiter. Wieder aushalten und fertig aus. Tschüss. Hier ist das.